Hast du schon eine Freundin? Nein, ich bin Junggeselle, wie mein Onkel Charlie. Dann willst du überhaupt nicht heiraten? Nein, solange ich eine Putzfrau habe und regelmäßig ein bisschen Action, brauche ich keine Frau. Ich will niemandem die Hälfte meiner Sachen geben. Genau dieses Gefühl werdet ihr heute bei diesem Video bekommen. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Ihr habt mir ein paar Videos zu den Ansprüchen von Frauen und ihr Datingverhalten geschickt. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Get ready with me, um mich mit einem vergebenen Typen zu treffen. Ich habe jetzt schon länger was mit einem Typen, der eigentlich eine Freundin hat. Und sowas ist wirklich maximal ekelhaft und da frage ich mich, wie manche sie in den Kommentaren verteidigen können. Aber gut, TikTok ist ja eine Welt für sich. Und versteht mich nicht falsch, natürlich begeht der Mann den Fehler, weil er fremd geht, aber sie ist auch nicht ganz unschuldig, weil ich finde, es ist halt moralisch verwerflich, wenn man weiß, der Mann ist vergeben und man hat trotzdem was mit ihm. Typen haben irgendwie die Angewohnheit, ihre Sidechick besser zu behandeln als die eigene Freundin, deswegen bin ich völlig fein damit. Er muss sie also nur gut genug behandeln, wahrscheinlich schöne Sachen kaufen oder zum Essen einladen und das reicht schon aus? Ich wette mit euch, dass solche Frauen bei Typen landen, die sie schlecht behandeln und sich dann wundern, wo die ganzen guten Männer sind. Aber trotzdem so reagieren, wenn sie einen Typen treffen, der sie schlecht behandelt. Du bist ein Lügner und ein Verführer. Auf deine Tricks falle ich nicht mehr rein. Niemals! Ist der Sitz noch frei? Und wenn ihr jetzt denkt, schlimmer kann das Video eigentlich nicht werden? Letztens habe ich auch extra mein Haargummi in seinem Auto vergessen, damit seine Freundin etwas merkt und mit dem Schluss macht, damit ich mit ihm zusammen sein kann. Es ist ja schon moralisch verwerflich, wenn man sich an Vergebenerem macht, aber dann noch zu versuchen, die Beziehung zu sabotieren? Ich meine, wenn sie die Beziehung unbedingt beenden will, kann sie ja einen Chatverlauf schicken, dann ist das ganz schnell vorbei. Er hat mir zwar von Anfang an klar gemacht, dass ich nur die Sidechick bin und dass zwischen uns nichts Ernstes wird, aber ich denke, da hat sich einfach mehr entwickelt. Okay, stellen wir uns jetzt mal vor, da hat sich mehr entwickelt, sie kommt mit ihm zusammen. Als würde er ihr dann nicht auch fremd gehen. Also manchmal denke ich mir, was ist mit den Frauen heute los? Aber es wird heute nicht besser, Freunde. Falls ihr Single seid, fangt an, mehrere Typen zu daten. Sich auf einen einzigen Typen zu fokussieren, ist so dumm, weil man bewusst oder auch unbewusst einfach versucht, dass das mit diesem einen klappt. Und man redet sich das ganze Ding einfach schöner, als es ist. Vor Namen ist es noch hässlicher. Also sie muss mehrere daten, damit sie nicht denkt, dass ein schlechtes Date gut ist und auf Krampf an ein schlechtes Date festhält. Ist ja nicht so, dass man sich auf eine Person konzentrieren kann und trotzdem entscheiden kann, ob man die Person weiter daten will oder nicht. Und ganz ehrlich, wenn man es ernst meint, sollte man sich auf eine Person konzentrieren oder zumindest der Person sagen, dass man einer von vielen ist. Aber ich glaube, niemand hört gerne, dass man einer von 10 Typen ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber sie wird uns bestimmt ein paar Vorteile nennen. Und wenn man ganz viele verschiedene Dates, kristallisieren sich die besseren Männer direkt, eigentlich schon beim ersten Date heraus. Und ich finde, erst ab dann kann man sich auf einen fokussieren. Naja, ich denke nicht, dass man nach einem Date schon über eine Person urteilen kann. Denn wenn man wirklich jemanden kennenlernen will, dann nimmt man sich die Zeit für mehrere Dates. Und hier frage ich mich, wie willst du mehrere Menschen gleichzeitig kennenlernen? Außer natürlich, ihre Dates sehen so hier aus. Hast du meine Unterhose gesehen? Nein, Patrick. Würdest du sie gerne sehen? Oder sie enden immer so hier. Wer kann dem schon widerstehen? Du machst dann auch nicht alles von einem abhängig. Wenn du heute Bock hast auf Essen gehen, der eine nicht kann, hast du noch einen anderen. Ja, und dann soll der Mann immer schön fürs Essen zahlen und wenn er dann mal nicht kann, wird er sofort ersetzt. Außerdem sollte man sich nie von einem Date abhängig machen. Ich meine, man datet ja jemanden, um den Menschen wirklich kennenzulernen. Aber mir kommt es so vor, als wenn sie viele Dates hat und nicht wirklich zum Ziel kommt. Denn ganz ehrlich, wenn man sich immer 5 oder 10 Optionen offen hält, dann neigt man ja dazu, immer weiter zu springen, wenn man mal irgendwo einen Fehler sieht. Und komischerweise empfehlen das immer nur Frauen, die selber Single sind. Und wenn dich ein Typ scheiße behandelt, dann solltest du eh gehen von dem. Aber wenn du ein paar Backups hast, dann fällt es einem viel leichter. Ja, also wenn dich jemand wirklich schlecht behandelt, dann solltest du so oder so gehen. Ob du jetzt ein Backup hast oder nicht. Denn ganz ehrlich, es ist auch mal schön und gut, alleine zu sein. Ja, es ist ja nicht schlimm, wenn man alleine ist und gerade keine Dates hat. Aber jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Video.
Was tun wir Frauen eigentlich für den Mann? Wir erwarten immer so viel, wir sind so wertvoll, wir sind so toll. Aber was geben wir zurück? Was bringen wir an den Tisch? Es wird ja die ganze Zeit immer davon gesprochen, was der Mann an den Tisch bringen muss. Und jetzt ist es mal interessant zu wissen, was die Frauen so an den Tisch bringen. Ding ist, ich bleibe der Aussage treu, dass wir Frauen alleine durch unsere Präsenz dem Mann in seiner maskulinen Energie so viel geben, solange wir in der femininen Energie sind. Ich übersetze das mal für euch. Sie bringt rein gar nichts auf den Tisch. Nichts. Ihr müsst nichts erwarten. Ihre bloße Existenz ist eine Bereicherung für dich. Er ist der Jäger. Er bringt das Brot nach Hause. Er kämpft. Er versorgt. Er beschützt. Die Frau behütet das Haus, behütet die Kinder. Okay, immerhin könnten wir jetzt eine Aufgabe rauslesen, dieses Kinderbehüten. Damit meint sie wahrscheinlich die Erziehung. Aber was ist eigentlich, wenn der Mann keine Kinder möchte oder die Frau keine Kinder bekommen kann? Wenn du mit einer femininen Frau, mit einer guten Frau an deiner Seite bist, dann ist ihre Anwesenheit schon sehr viel wert. Das verstehen ganz viele falsch. Viele denken, ja, okay, sie muss nichts machen, sie muss einfach nur dastehen und atmen. So gesehen muss die Frau wirklich nur neben dir sitzen und da sein. What the f***? Sie muss einfach nur da sein und atmen. Hätte sie das Video jetzt nicht auf TikTok gepostet, hätte ich gedacht, es handelt sich um eine Parodie oder so. Zu wissen, sie ist da und sie schenkt dir Liebe in ihrem Dasein. Naja, ist Liebe nicht eine Voraussetzung für eine gesunde Beziehung? Ich meine, man liebt sich ja hoffentlich gegenseitig. Du bringst das Essen nach Hause, aber sie macht dir Nahrung daraus. Du schenkst ihr Geld, aber sie wird dir ein Zuhause daraus machen. Sie wird es einrichten. Sie wird es gemütlich machen für euch. Wow, sie wird also mit dem Geld, was der Mann ihr einbringt, das Zuhause einrichten. Sehr stabile Leistung an der Stelle. Und ja, wir Frauen sind sehr wertvoll, denn in uns kann Leben wachsen. Das ist göttlich. In euch kann nur Leben wachsen, wenn ein Mann ins Spiel kommt. Ohne Männer können ja auch keine Kinder entstehen. Für ein Kind braucht es nämlich Mann und Frau. Aber ein Video haben wir noch. Ihr erinnert euch doch sicher noch an folgende Dame. Ich bin die Tochter von einem Arzt. Natürlich hat bei mir ein Mann, der 1,5 netto im Monat verdient, keine Chance. Jetzt wurde sie von anderen Damen verteidigt und das schauen wir uns an. Warum ist es okay, wenn Männer sagen, ich würde niemals eine hässliche nehmen, aber wenn du sagst, ich würde niemals einen Typen nehmen, der pleite ist, drehen alle durch. Naja, weil die Voraussetzung, dass du jemanden datest, Attraktivität ist. Und da spielt das Aussehen halt eine Rolle. Und Geld sollte da eigentlich keine Rolle spielen, denn eine Beziehung sollst du dir ja nicht kaufen. Beim Date und der Mann hat gesagt, ich würde niemals eine hässliche nehmen. Und fühle ich mich halt gar nicht durch attackiert oder keine Ahnung was, würde ich niemals was gegen sagen. Aber wenn eine Frau sagt, ich würde niemals einen nehmen, der kein Geld hat, ist direkt so, hä, wie? Allen Ernstes zu mir, würdest du mich auch nehmen, wenn ich 1,5 im Monat verdienen würde und Depressionen hätte? Also der Vergleich passt ja nicht, weil er würde keine hässliche daten, das ist verständlich. Wenn du jetzt sagen würdest, ich würde keinen hässlichen daten, dann wäre das ja auch vollkommen okay. Weil niemand würde eine Person daten, die man nicht attraktiv findet. So, da ist ja keine Anziehung da. Natürlich kann der Charakter auch anziehend sein, aber optisch muss es ja auch irgendwo passen. Dann meinte ich zu dem, hä? Du nimmst doch auch nicht in deinen Augen eine hässliche Frau und hoffst darauf, dass sie hübsch wird. Du nimmst dir doch etwas, was dir schon gefällt. Warum soll ich denn jemanden nehmen, der ein Problem auch noch hat? Oder wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich will nur einen Mann, der schon reich ist, direkt so, ja, aber du musst es mit ihm auch aufbauen, du kannst das nicht erwarten. Okay, aber er erwartet doch auch, dass ich sportlich, hübsch, gut aussehend, sexy, 24/7 bin. Aber ich kann nicht erwarten, dass er bisschen stabil ist. Naja, im Prinzip kann jeder das erwarten, was er möchte. Nur sind halt viele Erwartungen und Ansprüche realitätsfern, wenn jetzt alle Frauen erwarten, dass der Mann reich sein soll. Ich meine, so viele reiche Männer gibt es ja gar nicht. Ich weiß nicht, aber Geld sollte ja keine Rolle spielen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt verkauft als Frau. Als Frau, du darfst gar nichts erwarten. Du darfst gar nicht erwarten, dass der irgendwie was zu Tisch bringt oder Sicherheit mitbringt. Da wird das alles wieder zu viel verlangt. Wir müssen alle low bleiben, okay? Ja klar, Frauen müssen immer low bleiben. Deshalb stürzen sich 80% der Frauen auf die Top 20% der Männer, wenn es um Dating-Apps geht. Also niemand sagt, dass Frauen keine Ansprüche haben sollen. Natürlich sollen sie die haben. Aber Geld als Anspruch für eine Beziehung wirkt halt sehr unauthentisch, beziehungsweise wirkt so, dass sie nur auf das Geld aus ist.
weil es dann nichts über den Menschen aussagt. Aber Männer, wenn die dich nicht lieben, die behandeln dich wie Scheiße. Wenn die denken, du bist fett und hässlich, dann nehmen die dich nicht und die denken sich nicht, oh, aber sie hat ein gutes Herz. Warum so? Ich checke nicht. Aber genauso ist es doch andersrum. Frag mal einen fetten, hässlichen Mann, wie er bei den Frauen ankommt. Nämlich gar nicht. Warum vergleicht ihr euch alle oder sagt, ja, aber ich würde das nicht wollen. Keiner hat nach deiner Meinung gefragt. Shut the fuck up. Naja, ganz ehrlich, wenn dir die Meinung der anderen nicht wichtig ist, dann mach doch kein Video und poste es in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn man ein Video in der Öffentlichkeit postet, muss man ja mit Reactions rechnen. Also ja, im Prinzip hat sie irgendwo recht, jeder kann seine Ansprüche so wählen, wie er möchte. Dennoch finde ich es persönlich komisch, wenn eine Frau nur aufs Geld schaut oder sofort fragen würde, wie viel verdienst du? Weil letztendlich wollen wir ja alle einen Partner oder Partnerin, die nicht nur wegen dem Geld da sind. Genauso schnell sind sie wahrscheinlich wieder weg, wenn das Geld weg ist. Freunde, ich kann das alles nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Vergesst nicht, das Video zu liken und natürlich ein Abo dazulassen. Ach ja, und ganz wichtig, aktiviert doch die Glocke, denn ich habe gehört, das pusht irgendwie den Algorithmus und bisher habe ich das, glaube ich, noch nie gesagt.